Hamburg, stürzte der junge Mann betrunken ins Gleisbett? Im Hamburger Stadtteil Ottmarschen ist in der Nacht zu Samstag ein Teenager, 19, von einem S-Bahnzug erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen habe sich der junge Mann mit Freunden auf der S-Bahnbrücke, die über die Alexander-Zinn-Straße führt, aufgehalten. Dabei soll die Gruppe auch Alkohol getrunken haben. Der 19-Jährige sei im weiteren Verlauf auf die Gleise gefallen und dort von einer heranfahrenden S-Bahn erfasst worden. Um den schwer verletzten jungen Mann von den Gleisen zu bergen, rückte die Feuerwehr mit einem Drehleiterwagen an. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen an Arm und Rücken in ein Krankenhaus eingeliefert.